Auch ihr könnt ein Projekt selber durchziehen. Traut es euch einfach mal. Hallo, ich bin's wieder, euer Rainer. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man eine Regendusche nachträglich in seine Dusche einbaut. Ich habe jetzt leider ein kleines Problem. Ich habe mir so eine Regendusche gekauft, ein Ausstellungsstück. War aber dann ein bisschen übermotiviert und habe schon meine zwei Löcher mit den Dübeln gebohrt, also Löcher gebohrt und Dübel gesetzt. Und dann ist mir eingefallen, oh Mann, das wäre doch bestimmt ein guter Film, wo den einen oder anderen mal interessiert, wie man so eine Regendusche da einbaut. Ich werde jetzt trotzdem hier an der Stelle mal weitermachen und filmen, euch das alles erklären und zeige euch noch einmal kurz unten in der Werkstatt an der Fliese, was man darauf achten muss, wenn man so ein Loch in eine Fliese reinbohrt. Prinzipiell ist vielleicht mal zu sagen, ein Loch in eine Fliese reinbohren ist eigentlich schon mal schlecht. Man sollte, wenn es möglich ist, einen Platz suchen, wo man zwischen die Fugen reinbohrt. Ja? Weil da hat man A, die Chance, wenn man das Loch dann nicht mehr braucht, weil man es irgendwie umbaut, das Ganze, kann man mit Fugenmaterial das Loch wieder zumachen und man sieht so gut wie gar nichts. Ja? Und B, das nächste ist, beim Bohren in eine Fliese muss man natürlich vorsichtig sein, da kann es passieren, dass so eine Fliese bricht. Und dann hat man natürlich einen enormen Schaden. Ja? Und das ist natürlich nicht das, was man eigentlich wollte. Deswegen versucht immer, diese Fugen zu benutzen für eure Dübel oder Löcher, wo ihr da bohren möchtet. Bei mir in meinem Fall, zeige ich euch jetzt gleich, hat es leider nicht funktioniert. Von den Räumlichkeiten oder vom Anbringen dieser Regendusche hatte ich keine andere Möglichkeit, wie direkt in die Fliesen rein zu bohren. Jetzt möchte ich euch mal zeigen, was ich alles gekauft habe für diese Regendusche. Das erste ist jetzt mal der Kopf selber. Der Kopf selber besteht aus vielen kleinen, erstmal aus einem Teller natürlich, dann aus vielen kleinen Löchern. Die sind so hier geformt, damit aus diesen Silikonhäubchen ja immer feine Tropfen rauskommen, dass es so ein bisschen den Regen simulieren soll. Dieser Teller hier muss natürlich gehalten werden. Dazu gibt es so eine Halterung, die wird so angeschraubt. Und die Halterung ist innen hohl, da fließt dann das Wasser durch und kommt oben in den Teller raus. So, das andere ist natürlich, die Halterung hier wird an der Wand angeschraubt und von da brauchen wir natürlich wieder einen Schlauch, der auch unten angeschraubt wird, der wiederum dann an dem Mischer angeschlossen wird. Jetzt ist es aber so, ich möchte natürlich nicht nur diese Regendusche verwenden, sondern ich möchte parallel natürlich dazu im Prinzip mir auswählen können, möchte ich jetzt die Regendusche oder meinen Standard-Brausekopf benutzen. Deswegen braucht man da hier noch so einen Mischer oder wie sagt man, so einen Schalter, mit dem man einstellen kann, wo das Wasser rauskommt. Das heißt, ich habe hier zwei Auslässe. Einmal für die Regendusche und einmal für die Duschbrause, die ich jetzt schon dran habe. Ich schließe das an den Anschluss an, wo normalerweise der Schlauch für diese Handbrause angeschlossen ist. Und an den zwei Stellen kann ich dann dementsprechend diese beiden anderen Schläuche anschließen. Aber das zeige ich dann nochmal, wenn ich es montiere. So, dann ist hier noch ein Abdeckkopf, da wo man diesen Arm ranschraubt. Und das war es eigentlich schon. Also es ist nicht wirklich viel. Man muss es vielleicht halt mal gesehen haben, dass man sich da auch rantraut. So, ich baue das jetzt einfach mal ein. Das erste, was man jetzt machen muss, ist diesen Teller an den Arm ran zu schrauben. Dazu muss man eines beachten, dort innen, okay, es ist mir gerade runtergefallen, sehr gut, kommt eine Dichtung rein, das wäre die hier. Die hat auch ein kleines Sieb drin, damit keine Schmutzteile in den Teller reinfallen und eines dieser Löcher verstopfen kann. So, und dann schraubt man einfach den Teller hier sauber ran an den Arm. Es ist so, man muss da immer aufpassen bei den Gewinden,
Das ist Kunststoff und da macht man ruckzuck das Gewinde kaputt. Das heißt, man muss immer darauf achten, dass es leicht reinläuft. Und am besten ist auch, man nimmt in den Bereichen hier nicht unbedingt groß eine Zange oder sowas, braucht man auch nicht, weil hier kein großer Widerstand da ist. Das heißt, da oben ist es eher weniger undicht, weil ja in dem Bereich hier das Wasser alles schon rausgehen kann. Das heißt, da oben entsteht kein großer Staudruck. So, das war mal das Erste, dass das hier gut fest ist, also vernünftig fest. Und jetzt habe ich mir dann vorher schon, ich habe gesagt, ich habe es vielleicht mal einfach schon vorher gebohrt, den optimalen Platz rausgesucht, wo ich das anbaue. Hier bei mir in meinem Fall, ich hoffe man kann es sehen, habe ich mir überlegt, wie baue ich die an. Man sieht es, ja. Ich mache vielleicht eine andere Einstellung, dann seht ihr es besser. So, jetzt sieht man es ein bisschen besser. Also wichtig ist die Position, wo man die Regendusche anbringt. Da gibt es ein paar Kleinigkeiten zu beachten, aber sollte eigentlich jedem klar sein. Also ich habe sie jetzt genau hier so positioniert. Man sieht es. Sieht man ein bisschen? Ich schwenke mal noch ein bisschen hoch. So, jetzt sieht man es besser. Also ich habe sie so positioniert. Zum einen habe ich sie in die Mitte reingemacht. Also das ist so circa die Mitte hier. Und zum anderen in der Höhe so angebracht, dass auch ein größerer drunter stehen kann, ja, dass ich den Kopf anschlägt und dass es auch ein bisschen so beim Fallen auseinander geht. Das Problem war, wenn ich diese Fuge hätte nehmen müssen, dann hätte ich es noch höher drauf machen müssen, dann wäre ich hier in der Fuge gewesen, das wäre wieder zu hoch, da hätte ich Angst, dass es dann da raustropft, ja, und zu tief, das wäre dann diese Position gewesen, wäre natürlich auch nicht gut, das heißt, ich war gezwungen, hier direkt in die Fliese reinzubohren. Was auch noch wichtig ist, dass natürlich der Schlauch von hier an den Anschluss passt, der hier auf der Seite ist. Also das ist auch noch eine wichtige Sache. Und ja, und dann habe ich einfach die Löcher gebohrt. Aber da gehe ich ja nachher nochmal drauf ein. So, das heißt, ich kann jetzt eigentlich das Ding schon wieder montieren, ranschrauben und anschließen. Was ich immer mache, bevor ich die Dübel reinstecke und die Schrauben reindrehe, ich nehme noch mit meiner Silikonpistole, mache ich in die Löcher, wo ich gebohrt habe, mache ich Silikon rein und nachher auch in die Dübel selber, bevor ich die Schraube reindrehe. Das hat den einen Sinn, die Wand, die ist ja, bevor sie gefliest worden ist, ist sie mit so einer, ja, ich sage immer Gummifarbe gestrichen, mir fällt jetzt gerade der richtige Name ein, das ist eine Farbe, die trägt man auf und die ist so elastisch und macht im Prinzip die Wand dicht. Das heißt, wenn jetzt mal so eine Fuge undicht wäre, würde das Wasser nicht ins Mauerwerk oder in den Putz eindringen. Und da wir ja hier Löcher gebohrt haben, kommt wie gesagt, oder mache ich immer Silikon noch ein bisschen rein, dass es noch zusätzlich abgedichtet ist, falls jetzt irgendwie mal im oberen Bereich Wasser auslaufen würde, dann würde es keinen Wasserschaden in der Wand geben. Also das mache ich jetzt halt so als kleinen Tipp. Aber jetzt schraube ich jetzt einfach mal das Ding hin. So. Ups. Natürlich immer mit einer Hand ein bisschen schwierig. Schrauben auch aufpassen, dass man nicht zu viel Druck ausübt, weil leider Gottes ist heute alles Kunststoff. Also ich mache auch das letzte Stück immer nicht mit der Maschine, sondern nur mit dem Schraubendreher, weil man da einfach mehr Kontrolle hat über die Kraft, mit der man das anzieht, weil ruckzuck ist das Kunststoff gebrochen und dann hat man nichts mehr davon, dann ist es kaputt. Und so
Hebt einmal frei. So, und jetzt kann ich schon den Schlauch anschließen. Beziehungsweise nein. Ich kann schon mal meine Abdeckkappe drauf machen. Nee, mache ich noch nicht. Sehe ich gerade. Ich schraube zuerst den Schlauch ran. So, dann schauen wir mal. Bei dem Schlauch ist wichtig, dass da innen drin eine Dichtung ist. Sieht man vielleicht, ja. So, und die auch wieder vorsichtig die Schläuche draufschrauben, da das ja alles Kunststoffgewinde sind. Das muss einfach ganz leicht laufen. Sobald man das ein bisschen schräg ansetzt, geht es ein bisschen schwieriger oder schwerer und dann weiß man, okay, das wird man jetzt nicht weitermachen. So. Da mache ich jetzt eins. Alles fällt runter. Das ziehe ich jetzt ein bisschen mit der Rohrzange an, aber damit ich das Metall hier nicht kaputt mache, mache ich um meine Rohrzange so einen Lappen. Und dann kann ich das ein bisschen besser anziehen, dass das halt ja, dicht ist zum einen und auch ja, gut hält. Was auch wieder nicht zu fest drehen, gerade wegen dem Kunststoff. So, jetzt kann ich mir meinen Deckel drauf machen. Und jetzt ist der erste Teil schon mal fertig. Jetzt gehen wir an den Anschluss ans Wassersystem. Das habe ich hier. Den Schlauch, den ich anschließen muss von der Regendusche und hier den Schlauch von dem Duschkopf, der sonst installiert war. Jetzt mache ich zuerst mal den hier raus, weil hier kommt mein Warm-Kaltwasser bzw. mein Mischwasser raus. Dann nehme ich auch wieder eine Zange, dass ich und den Lappen, damit ich da nichts verkratze. So, kommt ein bisschen Wasser raus, nicht schlimm. Und jetzt kommt mein Umschaltventil oder mein Umschalthahn, weiß jetzt nicht so genau, wie man das nennt. Das ist im Prinzip ja dieses Teil, wo ich hier entscheiden kann, durchdrehen, von welcher Quelle aus das Wasser rauskommen soll. Den schraube ich jetzt einfach da unten ran und dann werden die beiden Schläuche direkt angeschlossen. So, das heißt zuerst so, und jetzt kann ich schon meine Duschköpfe anschrauben. Da schraube ich unten einen ran. Und die Regendusche kommt da oben ran. So, alles fest und das war es eigentlich schon. Die Regendusche ist komplett installiert. Das machen wir mal an. Okay,
Jetzt kommt es von beiden raus. Jetzt kann ich hier umschalten. Jetzt kommt es nur aus der Regendusche. Und wenn ich so umschalte, kommt es nur aus der Handbrause. Wichtig ist, dass die Anschlüsse hier dicht sind, dass da kein Wasser rausläuft, und ja, dann war es das eigentlich schon. Also ich habe, wie gesagt, die Möglichkeit, in der Stellung die Regendusche, in der Stellung kann ich auch sogar beides verwenden. Und in dieser Stellung nur die Handbrause. So, jetzt noch vielleicht ein Blick kurz von nahem, wie das aussieht. Also so sitzt der Verteiler oder der Umschalter da. Ja, mit den Schläuchen ist vielleicht nicht ganz optimal, aber da gibt es jetzt wirklich keine günstige, schnelle, einfache Lösung. Jetzt sind wir wieder hier in meiner Werkstatt. Und jetzt möchte ich im Vorfeld schon mal zwei Arten von Bohrer zeigen. Zum einen habe ich hier einen Steinbohrer mit einer Hartmetallspitze und habe hier einen Metallbohrer, bloß dass man mal den Unterschied sieht. Also ein Metallbohrer, der hat hier vorne einfach eine geschliffene Spitze in dem Metall drin, also ja, vom Metall aus geschliffene Spitze. Und dieser Bohrer hier, der hat hier eine Hartmetallspitze eingelassen. Das heißt, bohren tut er nachher mit dieser Hartmetallspitze vorne. Und nur mit dieser Hartmetallspitze kann man auch wirklich in Fliesen reinbohren. Mit diesem Metallbohrer selber, das geht nicht. Da kann man vielleicht noch Holz bohren, aber auf keinen Fall irgendwie in Fliesen oder Beton und Stein. So, ich habe hier mal in meinen Bohrer, in meine Bohrmaschine, habe ich schon mal so einen Hartmetallbohrer eingespannt. Und jetzt bohre ich da einfach mal. So, ich habe jetzt hier ein Loch gebohrt, was man jetzt auch hier sehr gut sehen kann. Der Bohrer ist verlaufen. Das erste Loch war im Prinzip hier und dann ist der Bohrer verlaufen. Also da muss man auch aufpassen, natürlich beim Bohren, dass sowas dann vor Ort nicht passiert. Jetzt gibt es noch einen kleinen Trick. Oft ist es auch so beim Bohren selber, da verläuft der Bohrer auf der Oberfläche schon von der Fliese. Und da gibt es einen Trick, da kann man mit einem normalen Abklebeband klebt man so über die Stelle, wo man da bohren möchte. So. Und dann kann man hier sauber ansetzen. Und dann verläuft der Bohrer auch nicht, ja. So, da zum einen haben wir hier einen sauberen Ansatz und er verläuft auch nicht auf der Oberfläche und ja, nehme ich den hier und rutscht hier so hin und her beim Bohren. Wenn man mal angesetzt hat, dann sollte er eigentlich normalerweise, wenn man gerade bohrt, sollte nichts passieren. Und was, wie gesagt, auch ganz wichtig ist, also nie mit dem Schlag bohren. Ich habe hier so eine Schlagbohrmaschine. Wenn ich jetzt hier mit dem Schlag bohren würde, so, dann wird genau das passieren, dass die Fliese im Prinzip springt. Also dann ja, sieht es natürlich ganz, ganz schlecht aus. Und auch von der Drehzahl selber nicht zu schnell drehen, weil sonst die Spitze hier sehr heiß werden könnte und dann geht der Bohrer kaputt und ja, in die Fliese kann man auch nicht bohren.
So, jetzt bin ich eigentlich auch schon am Ende mit meinem kurzen Film, wo ich euch mal zeige, wie ich jetzt bei mir hier im Haus so eine Regendusche angebaut habe. Also ihr seht, es ist nicht wirklich schwer, vom Wasser her ist es ganz einfach. Die Befestigung ist so ein bisschen das Problem, wenn man halt Löcher in die Fliesen bohren muss. Ich hoffe, euch hat mein Film gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Ihr könnt auch gerne mal bei mir auf meinem Kanal vorbeischauen, da gibt es noch viele andere Filme im Bereich Do-It-Yourself.